wir verstehen uns manchmal nicht so richtig. Hä? Wir verstehen uns manchmal nicht so richtig. Also, gerade wir Schweizer, euch Deutsche oder ihr Deutschen und Schweizer. Also, falls du jetzt Deutsch bist und wenn du Schweizer bist, kannst du das vielleicht irgendwie erraten. Also, ihr sagt zum Beispiel, ich krieg ein Bier. Wir Schweizer sind da irgendwie, das verstehen wir nicht. Wir sind da völlig, völlig überfordert mit. Ne? Wir sind ja irgendwie viel liebesbedürftiger. Wir sagen, könnte ich vielleicht, wenn es möglich wäre, wenn es, also jetzt gerade nicht außerdem Zeitplan ist und nicht so viel Stress, wäre es möglich, vielleicht ein Bier zu kriegen, bitte, bitte, wenn ich jetzt nicht so aufdringlich bin beim Fragen. Das ist unsere, ihr sagt, ich krieg ein Bier. Ich wäre manchmal lieber ein bisschen so deutsch, da diese Direktheit gefällt mir. Aber wir Schweizer, wir sind natürlich viel, viel zurückhaltend. Es gibt noch viele andere Bereiche, wo wir anders ticken. Zum Beispiel wir Schweizer, wir sagen ja, das hätte mich jetzt total aufgestellt, hä? Und wenn wir sagen, das hat mich total aufgestellt, was das jetzt gerade geheißen hat oder geheißen haben sollte, wenn wir das sagen, dann meinen wir nicht, es hat mir die Haare zu Berge gestellt oder ich stehe jetzt auf, sondern dann meinen wir einfach aufgestellt, glücklich, happy, fröhlich und so weiter. Wir verstehen uns manchmal nicht. Das liegt so in der Natur des Menschen. Gerade Schulz von Thun hat das ja schon gesagt. Das ist so diese verschiedenen Offenbarungsebenen der Botschaft. Also wenn ich was sage jetzt in die Kamera, dann kann man das mit vier verschiedenen so, Arten, auf vier verschiedene Arten hören. Und ihr könnt das auf vier verschiedene Arten dann interpretieren. Also es ist schwierig, das sich richtig zu verstehen. Zum Beispiel, wenn ich sage, die Kamera hat noch einen Deckel drauf. Ganz sachlich, ja? Dann kann der Kevin, der da hinten steht, der kann jetzt irgendwie sagen, oh, danke vielmals, er hört nur sachlich, danke vielmals für diesen super Input. Oder er kann sagen, ah, was, Bobby kritisiert mich da, ich mache alles schlecht, das werden so die persönliche Ebene oder unsere Beziehungsebene. Man kann verschieden hören. Ich wollte vielleicht nur sagen, hat noch einen Deckel drauf. Hat sie nicht. Wir verstehen uns manchmal nicht so richtig. Gerade bei Frauen ist es ja auch so. Also ich habe eine Zeit gebraucht, es gibt so verschiedene Liebessprachen, die man spricht, bis ich herausgefunden habe, wie meine Frau spricht, und sie hat bei mir auch so eine Zeit gebraucht. Sie hat mir immer Überraschungen gemacht. So, sie hat mich da überrascht und hier überrascht, und ich hasse Überraschungen. Deshalb habe ich ihr nie Überraschungen gemacht, obwohl sie die geliebt hätte. Und da mussten wir gerade mal eben umdenken und die andere Liebessprache lernen. Wir verstehen uns manchmal nicht so richtig. Sie hat mir dafür am Advent, so jeden Tag so ein kleines Adventsgeschenk machte mit einem Zettel drin, wo was drauf stand. Das ist nicht meine Liebessprache. Ich hätte lieber irgendwas zum Essen oder Trinken drin gehabt. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit gelernt, auch diese Zettel zu schätzen und zu lieben, aber ich habe gemerkt, sie würde das gerne haben, wenn ich das machen würde. Wir verstehen uns manchmal nicht so richtig. Ich glaube, bei Gott und dem Mensch ist es genauso. Wir verstehen uns manchmal nicht so richtig. Und Gottes Liebessprache, er verstehen wir manchmal nicht so richtig. Er hat in Johannes 3,16 gesagt, oder da heißt es über Gott in Johannes 3,16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist Gottes Liebessprache. Und ich frage mich bei dieser klaren Sprache, was wir denn da nicht so richtig verstehen.